Wir sind wieder zurück bei Let's Play GTA 5 und wir befinden uns derzeit im Strip Club, ja, der neuen Immobilie von Trevor Phillips Industries und ja, ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt heute Schönes? Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, diese Immobiliengeschäfte-Sache da mit den Schildern gemacht und ihr habt ja in den Kommentaren, war das doch relativ, ja, verschwurbelt, sag ich mal. Also da haben einige wollen tatsächlich, dass wir das on-air machen, andere wiederum haben gesagt, ah, Tobi, nee, das ist ein bisschen zu boring. Mach das mal offscreen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich muss mir das nochmal genauer durchlesen in den Kommentaren. Was haben wir denn da für schöne Schilder? Guck mal. Some kind of living thing found. Call Jackie. Was steht da? Molly? Mollys, 25 each. Ah, da kann man Molotow-Cocktails kaufen. Das ist ja schön. Was passiert denn eigentlich? Warte mal. Jetzt will ich mal gucken. Pass mal auf. Was war das nochmal drücken, damit man da die Nummern auswählen kann? Da hat er aber ja gesagt, blau, ne? Nee, das ist X. Irgendwas konnte man drücken, damit man die Nummer wählen kann. Was war denn das nochmal? Viereck war es nicht. Nee, Trevor, noch nicht einsteigen. Warte mal. Was musste man denn drücken? Das ist es auch nicht. Das ist die Kameraperspektive. Das will ich nicht. Das ist hoch und runter. Das ist rechts, links. Das ist nach oben. Das ist mir klar. So sehe ich mich um. Da konnte man... Konnte doch irgendwas drücken? Nee, das war es auch nicht. Share ist es sowieso nicht. R1, L1, links, rechts. Da kann man das Handy nur wegstecken. Ah, ihr habt mir das auch in die Kommentare geschrieben. Nein. Nicht ausrasten, Trevor. Warte mal, Kontakte vielleicht. Ah, so, okay, pass auf. Jetzt wählen wir mal die 555 01 88. Anrufen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Ah, geht jemand ran? Thanks for calling. To check for hours and availability, visit our website. Toll. Gut, vielleicht haben die heute geschlossen, aber eigentlich sind das ja so schwarze Geschäfte, die werden grundsätzlich immer nur nachts durchgeführt. Naja. Okay, call Jackie, die Nummer kann ich leider nicht lesen. Hier, was haben wir da? Found a dog. Julie, a wine dog versus dead? Ne, is dead. Okay. Wine dog is dead. Okay, warte mal, dann gehen wir nochmal auf Kontakte. Das interessiert mich jetzt gerade mal. 555. 013. Nein! Alter! So, pass auf, nochmal. 555 0133. Anrufen. Gucken, was da jetzt passiert. Sowas finde ich immer cool, wenn sowas mit eingebaut ist. Ich finde sowas extrem geil. Was haben wir da? Thanks for calling. To check for hours and availability, visit our website. Ist das immer das gleiche oder was? Willst du mich verarschen? Da geht immer der gleiche Penner dran. Da oben haben wir auch noch was. Guck mal. Was? Fast Service. Okay, das ist die letzte Nummer, die wir jetzt ausprobieren werden. Es tut mir leid, aber ich finde das trotzdem extrem interessant. 555-0184. 555-0184. Anrufen. Thanks for calling. Kommt jetzt bestimmt. Pass auf. Ist das jetzt gerade eine Warteschleife oder was? Wie geil. Tja, wie das mit den Warteschleifen manchmal so ist, das kann ein bisschen dauern. Steigen mal ein. Oh, warte mal. Nee. Okay, ich dachte schon, da wäre jemand rangegangen. Pass mal auf, da ist irgendwo doch das Luftschiff gerade da auf der Karte gewesen. Warum ist da das Luftschiff? Oder bin ich jetzt blöde gewesen? Was war denn das gerade auf der Map unten? Ich habe das doch genau gesehen. Naja, okay, egal. Was haben wir denn hier? Nigel, da fahren wir mal hin. Da haben wir in der letzten Folge auch noch ein paar Dinge, so ein paar Souvenirs geholt von den Stars sozusagen. Aber mich hätte jetzt mal doch interessiert, was das für ein Luftschiff-Symbol da gerade war auf der Map. Naja. Guck mal, ob ich das noch irgendwo sehe, aber irgendwie jetzt nicht so gerade. Ach doch, da unten, guck mal. Luftschiff, hä? Warum ist denn das auf einmal da? Das war doch sonst nie da. Hä, was ist denn das da für eine Aufgabe? Na egal, ist mit Franklin irgendwas. So, hoffentlich geht da jetzt mal jemand dran. Dann können wir nämlich auflegen, wenn jemand dran gegangen ist. Boah, da packt ein LKW, Alter. Mach mal ein bisschen Platz, Junge. Hui!
Also das mit Fast Service ist aber irgendwie ein bisschen gelogen, habe ich das Gefühl. Also wirklich schnell geht da jetzt nicht jemand dran. Oh. Okay, wir haben aufgelegt. Ich glaube, Trevor hat die Geduld verloren. Naja, gut. Ist ja auch egal. Aber sowas finde ich lustig. Ich würde da jetzt zu gerne nachher nochmal anrufen und gucken, ob da dann jemand dran geht, wenn es ein bisschen heller vielleicht ist. Aber wie gesagt, das mit Fast Service war auf jeden Fall gelogen. Wir wurden... verarscht! Boah. Penis. Nee, wir wurden auf jeden Fall verarscht. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Aber naja, ist ja auch washed. Washed ist es. Leckere washed. Blutwascht. Alter, kennt der Blutwurst? Das ist ekelhaft. Ich mag Blutwurst nicht. Bah, wenn ich daran nur denke, wird mir echt schlecht. Aber es gibt ja Leute, die essen gerne Blutwurst. Wie gesagt, ich gehöre nicht dazu. Aber ich verurteile keine Menschen, die Blutwurst essen. Finde es aber trotzdem ekelhaft. Wenn ich mir überlege, dass so eine Wurst da mit Schweineblut angerührt ist... Nee, das ist nicht geil. Das ist nicht geil. So. Eingeparkt haben wir, super Sache. So, Nigel. Ich grüße dich. Yeah, I got you that stuff. Oh, great. Thank you. Where's your wife? Mrs. Thornhill, she's not my wife. She's got a husband and two lovely kiddies at home. We met online. It's nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying to throw herself under celebs' wheels. Really? Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, Jock. Yeah. I knew I would like you. Can I have a hug? Okay. Yeah. Hug, yeah. Come here. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel! Jock! No. You won't believe what's happened! What? Only Al Di Napoli walking. He actually walks! He walks among us! Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story. Of mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Nor me. I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers could have come undone at that point. Exactly. Jolly bad luck. And we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything. If we could only get him somewhere private. You see, like that little lockup I know. No problemo. Look, there he is! Oh, shit. It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me! To the chariot! Jock, you drive. Quick, he's getting away! Ach, du liebe Zeit. Jock, get in! Steige in Nigels Auto, wir müssen irgendjemanden verfolgen. He's taking a left turn down the high street, Jock. Alter, was eine Schrottscherbel habt ihr denn da, Mensch? Da kommt er doch keinen Meter weit. Oh, wo er doch geht. We'll never get that deposit back. Did you ever imagine we might get a private audience with Al Di Napoli? Only in my wildest dreams. All those nights spent role-playing in Mother's utility room. If only we'd known. I loved him. Careful! Loved him in The Redeemer. Oh, Nigel, do your Al Di Napoli line. This is turban warfare, motherfucker. It's uncanny! Oh dear, poor John must think we're batty. Oh, don't be silly. I hear that behind his charitable public face, he's remarkably right-wing. One can but hope. Liberal in the bedroom, conservative at the border, Mrs. Thornhill. I love this country. Oh, I gotta John, get my I think eyes you checked. Just hit someone. What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that. He probably eats soup. Find out! He's going into the car park! The car park! No worries, mate! Oh, I hope he likes us! How could he not? This lockup you've prepared sounds charming! Just be yourself, Mrs. Oh, my giddy aunt! Everything okay there, Earl Crazy Cakes? My prostate has taken quite a beating. You have to lower the tone. Alter! I should have driven. Glad to see you on the proper side of the road, dear boy. This must be second nature to you, Jock.
All those stunts you used to do? This level of derangement? I'm impressed. Is he going through the hospital? Oh my lord! Hold on to your corsets! Alter! Seems rude not to follow him through the window. Boah! Mega! Would you like me to escort your guest of honor to the trunk? Well, if you don't mind. Oh, come here, you! Come on! Come on, let me meet your biggest fan! You're fucking crazy! Oh, it's Get out off of me! You're good to go! Ah, a true gentleman. This is so exciting! Nut jobs. Alter, was für Freaks, bitte, ey, krass. Was für Verrückte. Winewood Souvenirs, El Di Napoli. Boah, die sind echt ein bisschen krank. Aber Alter, wir sind durchs Krankenhaus gefahren da oben. Gibt es denn jetzt die Möglichkeit, nicht nur einfach mal über die Straße hier zu laufen, aber gibt es denn jetzt die Möglichkeit, theoretisch gesehen, wir laufen da gerade mal rum, zurück ins Krankenhaus zu gehen und da irgendwie rumzuschnüffeln? Das wäre ja extrem geil. Ich meine, der ist ja vorne durch... Entschuldigung. Ja, ist gut, Entschuldigung, tut mir leid. Da jetzt einfach mal reinzugehen, gibt es ja theoretisch die Möglichkeit, weil ich meine, wir sind ja durch die Frontdoor gefahren sozusagen. Wie bei deiner Mutter letzte Nacht. Also Fresse gekriegt oder was? Geh mal scheißen, so wie du läufst. Hey, Broski. Your mom is a Hoski. Schade, ich wollte eigentlich gerade... Ist gut. Okay, dann machen wir den nochmal blöd an. Hey, du. Oh, hier wird gerade jemand ausgeliefert scheinbar. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Ah, ist schon passiert. Ach du liebe Zeit. Wir können hier tatsächlich ins Krankenhaus gehen. Wie geil ist das denn? Jetzt frage ich mich, ob das immer offen hat. Ach, ist das schön hier. Guck mal. Da haben sie die ganzen Heftchen. Sind das... Nee, das ist ein Tattoo-Magazin. Okay, ich wollte schon sagen. Alter, sind das hier Tittenhefte oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Was? Outpatients. Okay. Hier geht's auch noch lang. Da geht's zu den Wards. Alles klar. Cool, dass man hier so reingespazieren kann jetzt. Hier ist aber halt auch niemand mehr. Was mich aber irgendwie auch nicht wundert, dass hier niemand mehr ist. Hier kommen wir aber natürlich nirgendwo rein, ne? Ist überall abgeschlossen. Okay. Und da hinten sind wir durchgebrochen. Also wir nicht, sondern der El Di Napoli, Alter. Übelst gevögelt, das Krankenhaus. Richtig krass. Naja. Okay, können wir da runterspringen, ohne dass wir sterben? Das ist jetzt die Frage. Wir probieren es mal. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So. Hey, was willst du denn? Ist ein Problem oder was? Komm mal klar auf dein Leben. Ah, renn weg. Das ist das Beste, was du tun kannst. Aber kann hier unten auch rein oder was? Nee, kann man nicht. Pillbox Hill. Medical. Okay, hier kommt man aber nicht rein, ne? Nee. Geht nicht. Naja. Immerhin sind wir oben reingekommen. Haben uns das mal ein bisschen angeguckt. Finde ich cool, dass man das kann. Jetzt braucht man natürlich nur ein Gefährt. Einen fahrbaren Untersatz. Weil unsere Scherbel steht ja irgendwo. Hey, Lavato. Halt die Fresse und gib mir dein Auto. Ist zwar nicht geil, aber ist egal. So, nach Starship, we built a city. Oh, we built a city ist gut. Ja. So, was machen wir denn jetzt noch Schönes? Was haben wir hier noch? Barry. Komm, wir fahren nochmal zu Barry. Wir fahren nochmal zu Barry. Der ist ja gleich um die Ecke. Ist das der Drogenheinz? Der All-Free-Weed-Typ? Kommen wir mal wieder da durch. Vielen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich. So, da vorne ist Barry. Ich glaube, das ist dieser... Ja, das ist er. Signature, sir? For what? The most important fight of all. Poverty. No, another most important fight. The AIDS. No, another one.
animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the Founding Fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off! Take a drag. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really good weed. All right, give it here. So, mal gucken, wie jetzt Trevor drauf reagiert. Franklin und Michael haben wir ja schon erlebt. Michael sieht Aliens, Franklin alles easy. Und Trevor? Mellow contemplative high that comes from here. Those clowns over there. Oh. Okay. Okay. Trevor sieht also Clowns. Auch nicht schlecht. Zerstöre die Clown-Transporter, um zu finden, dass die Clowns regenerieren, okay? Das ist schon wieder durchgeknallt. Ich bin schon wieder irgendwie total verwirrt. Oh nein, ein Clown-Transporter. Oder ist noch einer? Nein, da hinten ist ein Clown-Transporter. Wir haben ihn nicht zerstört. Das kann nicht wahr sein. Nein! Ey! Jetzt mal nicht unverschämt werden hier, ja? Alter, ist das durchgeknallt? What the fuck is happening? Come on! What is this? Two for one now? This is the best, worst trip ever. Yeah! Who's laughing now? Spoke too soon. It's been not good. And I suppose that's why they want to keep us suppressed. Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible. Well, think about what I said. Ach man, der arme Trevor. Graswurzeln Trevor, okay. Ja, wie gesagt, ich dachte mir das schon fast, dass das der gute Barry ist. Also als ich den gesehen habe, dachte ich mir schon, okay, der will jetzt bestimmt auch Trevor irgendein Gras andrehen. Hat er auch tatsächlich gemacht. Und naja, ich meine, wie hat Trevor reagiert? Es geht so, ne? Ein bisschen wie Michael. Franklin ist das natürlich alles gewohnt, das ist kein Problem. Für den guten Franklin. Aber beim guten Trevor ist das wie bei Michael gewesen, bloß dass er halt eben Clowns gesehen hat. Da sieht man mal, wie durchgedreht der Kerl ist. Und der gute Michael hat halt eben Aliens gesehen. Vielleicht ist das noch eine versteckte Botschaft, die uns irgendwann noch, die irgendwann noch wichtig wird. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal erfahren. Ich bin gespannt, wann. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Hab noch eine ganz kleine Information für euch. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gemerkt haben. Es gibt keinen 1080-60 FPS-Button mehr bei mir hier bei GTA 5. Das liegt einfach daran, dass ich das umstellen musste. Zum einen ist es sinnlos, in 60 FPS zu rennen, wenn das Spiel nicht mal 60 FPS leistet. Hat Rockstar Games ja damals angekündigt, das Ding hat nur 30 FPS. Also ist es Schwachsinn, das in 60 FPS zu rendern. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen bin ich der Meinung, dass die Elgato noch überhaupt nicht wirklich ausgelegt ist für 60 FPS Aufnahmen. Jetzt wird das hier gerade so laut, Alter. Das liegt ganz einfach daran, ich gehe mal gerade hier runter. Hui! So, das macht sich ganz einfach daran bemerkbar, dass es zum Beispiel nur 59 FPS sind, die eigentlich aufgenommen werden. So, wenn ich jetzt das Ganze in eine Maske einfüge bei Premiere Pro mit 60 FPS, dann spackt das Ding logischerweise rum.
wähle ich bei Premiere Pro zum Beispiel 59, ich weiß gar nicht, was es sind, 54 FPS aus, nimmt Elgato aber trotzdem nur in 59,34 FPS oder sowas auf. Das sind auch diese Soundbugs, die wir teilweise immer hatten, bei GTA unter anderem und auch bei FIFA zum Beispiel. Da merkt man es natürlich ganz extrem durch die Ballgeräusche und sowas, da merkt man das dann immer richtig krass. Und das ist halt eben der Grund für diese Sound-Delays sozusagen, und deshalb werde ich jetzt künftig nur noch in 30 FPS aufnehmen und auch nur noch in 30 FPS rendern, was Elgato-Aufnahmen angeht. Also FIFA gucke ich mal, vielleicht lasse ich das auch in 60 FPS und rendere das einfach mit Magix, da hatte ich nämlich nie Probleme gehabt. GTA aber jedenfalls nur noch in 30 FPS und wahrscheinlich auch alle anderen Konsolenprojekte inklusive FIFA, wobei ich mir da noch nicht sicher bin. Da muss ich mal gucken, ansonsten gibt es nur noch Fallout oder halt irgendwelche anderen PC-Games in 60 FPS. Da gibt es nämlich keinerlei Probleme, warum auch immer. Das dürft ihr mich an dieser Stelle nicht fragen, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum das da anders ist, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass Fraps tatsächlich auch in echten 60 FPS aufnimmt und nicht in 59, noch was. Ne? Gut, das wollte ich nur nochmal kurz erklärt haben, damit ihr da Bescheid wisst. Ansonsten hören und sehen wir uns gleich im Endscreen bzw. in der nächsten Folge von Let's Play GTA 5. Bis dahin. Ja, eine neuerliche Folge von Let's Play GTA 5 neigt sich so langsam dem Ende. Ich habe am Ende nochmal meinen Frame-Monolog sozusagen gehalten, damit ihr da auch auf dem neuesten Stand seid. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr morgen 16 Uhr wieder mit dabei seid, wenn es weitergeht mit Grand Theft Auto 5. Und dann weiß ich noch gar nicht, was wir da machen. Vielleicht gehen wir da mal zu Franklin oder zu Michael. Wir haben ja immer noch mannigfaltige Möglichkeiten in dieser wunderschönen Welt in Los Santos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen.